dann stellt man sich irgendwann die Frage, wofür tut man das oder für wen macht man das, wenn es einem A keiner zu danken weiß und B gleichzeitig der Ruf von einem selbst immer, immer schlechter wird, dass man teilweise auf der Straße schon gar nicht mehr gegrüßt wird. Sprechstunde, ein Freistunde-Podcast. Hallo zur Sprechstunde, heute mit Flo. Gast in unserer ersten Folge ist Simon Bucher, den ihr schon am Anfang gehört habt. Der 25-Jährige war jahrelang in der AfD, hat sogar als Oberbürgermeister in Straubing kandidiert und für die Bundestagsabgeordnete Corinna Miatzke gearbeitet. Kurz vor der Kommunalwahl hat er die Partei dann aber verlassen. Seine Gründe und wie er heute über die AfD denkt, darüber habe ich mit Simon gesprochen. Ja, Simon, wie bist du zur AfD gekommen? Also angefangen hat es damals 2016 durch das, dass ich, wie gesagt, nicht nur in einem Gasthaus gelernt habe, sondern auch gearbeitet habe, habe immer das Verschiedenste an politischen Meinungen mitbekommen. Und tatsächlich war es so, dass damals im September 2015 ja gerade durch diese Grenzöffnung und teilweise fälschlicherweise als Flüchtlingskrise benannte Situation ein sehr großes Echo entstanden ist und auch vor allem die AfD in aller Munde war. Die AfD gab es zwar zu dem Zeitpunkt schon seit 2013, aber mir hat sie damals eben erst oder bei mir ist es damals erst erschwert in Erscheinung getreten. Daraufhin habe ich mich dann mit der Partei befasst und man hat natürlich sehr schnell gemerkt, dass die AfD zum damaligen Zeitpunkt, sagen wir mal, schon kontrovers war. Und ich habe damals zu dieser Situation einfach das Gefühl gehabt, dass mit der Partei sehr ungerecht umgegangen wird und ich habe mich dann etwas intensiver damit beschäftigt. Ich habe dann auch die ersten Stammtische noch, die mir Kontakt auf Facebook aufgenommen haben, der AfD besucht und bin dann tatsächlich Anfang 2016 auch beigetreten, beziehungsweise auch einen Mitgliedsantrag gestellt. Und es war tatsächlich damals eine sehr, sehr gute Stimmung, sage ich mal. Also die Gründe, warum ich in der AfD blieb, das konnte jetzt, es mag für den einen ironisch klingen, waren tatsächlich Gründe der Menschlichkeit. Mir ging es damals zum damaligen Zeitpunkt auch nicht immer so gut. Und da war es in der AfD tatsächlich so, dass ich menschlich einen sehr großen Rückhalt gehabt habe. Beziehungsweise die Umgebung oder die Situation damals noch relativ familiär und auch positiv war. Warst du mit den politischen Situationen da dann einverstanden? Gerade wenn man in der Partei eintritt, muss man sich ja schon in einer gewissen Größe schon auch überwiegend mit den politischen Positionen da wiederfinden. Es war damals, wie gesagt, durch mein Umfeld, das wohl gehabt habe, schon so, dass die Positionen, die die AfD oberflächlich zu vertreten schien, für mich sehr nachvollziehbar waren. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, innerhalb des ersten halben Jahres, wo ich in der Partei war, dass es eben nur viele andere Forderungen gibt, wie eine ungerechte Vermögensbesteuerung, eine Abschaffung der Erbschaftssteuer, also Dinge, die in erster Linie den Besserverdienenden und den oberen 10% unserer Gesellschaft zugutekommen. Insofern war eine inhaltliche Identifikation mit der AfD bei weitem nicht so umfangreich ausschlaggebend für meine Parteimitgliedschaft wie eben die menschlichen Aspekte. Und so ist es mit der Zeit entstanden. Es war zum Wahlkampf, zur Bundestagswahl, zur Landtagswahl immer eine sehr gute Stimmung, dass ich mir beispielsweise zur Landtagswahl als selber dazu bereit erklärt habe, auf der Bezirksliste in Niederbayern zu kandidieren. Und wenn man zumindest menschlich von was überzeugt ist, dann möchte man so gut wie es geht, auch wenn es gesellschaftlich immer schwieriger geworden ist, bis zuletzt natürlich diese Menschlichkeit, von der man überzeugt ist, auch zum Ausdruck bringen, indem man selber kandidiert und diese Partei mit seinem Gesicht und mit seiner möglicherweise auch Bekanntheit nach außen hin positiv repräsentiert. Es war vor allen Dingen eben dann das Menschliche, das die so an der Partei gehalten hat oder gebunden hat. Das Ganze hat sich dann ein bisschen verändert oder du hast dann auch irgendwann gemerkt, die AfD bietet vielleicht für die politischen Probleme, die es gibt bzw. die es gab, nicht so die Lösungen, die du dir erhoffst. Ja, das ist zum einen ist das der Fall, dass man irgendwann gemerkt hat, dass für kein politisches Themenfeld oder für keinen politischen Themenkomplex in einer Art und Weise eine revolutionäre Lösung da wäre. Ich meine, beim Wohnungsbau mehr zu bauen, das höre ich auch von der FDP und von der CSU, da brauche ich keine AfD. Und es war dann einfach so, dass mit jeder Wahl die Stimmung, kann man ungefähr grob sagen, auch innerhalb der Partei ein bisschen schlechter geworden ist. Wenn man irgendwann einfach merkt, die Stimmung wird schlechter, man kann sich mit den Zielen nicht identifizieren und man hat das Gefühl, dass man alleine ist. Und es kommt noch sehr erschwerend mit hinzu, dass sich einfach immer mehr die Grenzen zum Rechtsextrem nicht nur öffnen, sondern miteinander vermischen oder miteinander verschmelzen, dann wird es eigentlich unmöglich, dass man eine Partei wiedergibt und repräsentiert, wie es dann auch zur Kommunalwahl jetzt auch der Fall war. Mittlerweile sieht man es ja dann doch immer wieder deutlicher, dass die Grenzen zum Rechtsextremismus verschwinden. War das damals eben in der Zeit, wo du eingetreten bist, für die noch nicht so ersichtbar oder hast das du einfach nicht so wahrgenommen, nicht so erkannt?
Ich denke, es ist eine Mischung aus beiden. Also es gibt Dinge, die würden andere jetzt als den Wink mit dem Zaunfall betrachten, wenn ein Jens Meyer oder andere ranghohe politische Funktionäre der AfD Hand in Hand mit Leuten wie Lutz Bachmann von der Pegida-Bewegung marschieren. Aber es war tatsächlich so, dass eben jene Vorkommnisse wie die Rede vom Herrn Höcke im Dresdner Ballhaus Salvatzke, wo er vom Mahnmal der Schande gesprochen hat, immer tatsächlich noch mehr zum parteiinternen Zusammenhalt beigetragen haben. Also man hat sich eingeschworen. Genau. Es war innerhalb der Partei immer so das Gefühl, alle anderen sind irgendwie gegen einen. Man selber ist in der Rolle oder freundlich formuliert in der Opferrolle oder in der Position, dass irgendwie jeder und auch die Medien gegen einen argumentieren. Damals war es tatsächlich so, ich hätte auch schon gescheiter sein müssen, ich hätte schon erkennen müssen, dass dem eben nicht so ist. Aber mit der Zeit habe ich dann eben einfach gemerkt, dass beispielsweise Funktionäre auch in Straubing journalistisch zusammenarbeiten mit Netzwerken wie Politically Incorrect, also mit anderen Worten mit Netzwerken, die unter Verwaltung von verurteilten rechtsextremen Volksverhetzern stehen. Das war so der erste Moment, wo ich zumindest diese Reichweite kapiert habe, wo es mir einfach mit dieser Verbindung, wenn sie auch nur indirekt sein mag, zum Rechtsextremen oder zu den rechtsextremen Netzwerken auch bewirken kann. Mhm. Und dann kam eben, oder es rückte die Kommunalwahl auch immer näher und spätestens dann ist der Groschen gefallen, weil sofern etwas auf Bundes- oder auf Landesebene geschieht, kann man es immer ein bisschen von sich wegdrücken. Man kann sagen, das sind einzelne schwarze Schafe, die beeinflussen einen nicht in der persönlichen Arbeit. Nur wenn man dann für etwas sogar als Oberbürgermeister kandidiert, wenn man sein Gesicht hergibt und dann merkt man, man ist unmittelbar im selben Ort davon betroffen oder man läuft Gefahr, dass diese Grenzen sogar auf unterster kommunaler Ebene verschmelzen, wo ja auch die Stadt Straubing einen immensen Nachteil davon gehabt hätte, dann muss man irgendwann, wenn der Groschen denn dann endlich mal gefallen ist, auch die dementsprechenden Konsequenzen ziehen. Mhm. Das habe ich dann zur Kommunalwahl Anfang März auch getan. Warum dann trotzdem der Schritt, dass du tatsächlich dir als Oberbürgermeisterkandidat zur Verfügung stellst, also nicht nur als Listenkandidat, irgendwo vielleicht weiter hinten, einfach weil du sagst, du bist immer so überzeugt, sondern warum dann bist du dann das Gesicht damit von der AfD-Liste geworden, obwohl schon da Zweifel da waren? Weil ihr der Auffassung war, wenn ich jetzt mein Gesicht zeige und wenn ich die AfD zeige, die ich immer noch sehe oder die ich immer noch sehen will, die ich immer noch repräsentieren will, nämlich eine Partei, die bei weitem nicht so ewig gestrig und geschichtsrevisionär ist, wie man es teilweise vermutet, sich durch so einen Gedanken dann einfach das Gefühl ergibt, man kann die Dinge noch zum Besseren wenden. Man kann zumindest auf kommunaler Ebene in seiner eigenen Heimatstadt dafür sorgen, dass das Bild bei weitem nicht so schlecht ist, wie man es sonst auf Bundesebene eben vermutet oder wie es auf Bundesebene, Landesebene, Bezirksebene teilweise tatsächlich ist. Es war tatsächlich einfach nur der Idealismus. Ich hätte es damals bereits realisieren müssen, es stand unter keinem guten Stern, dass die Oberbürgermeisterkandidatur nur von 3 Menschen überhaupt aufgestellt wurde oder mitgetragen wurde. Damals hätte der Groschen schon fallen müssen, man hätte es schon kapieren müssen. Ist er zurückblickend ein Fehler gewesen? Aber andererseits war ich damals, das war ein halbes Jahr davor, ich war felsenfest davon überzeugt, naja, Fehler sind letzten Endes dazu da, dass man daraus lernt. In diesem halben Jahr haben sich aber dann doch deine Ansichten noch sehr stark verändert, sodass es eigentlich dann ja Anfang März, kurz vor der Kommunalwahl, dann doch dazu gekommen ist, dass du die Partei verlassen hast. Was ist in diesem halben Jahr dann so Entscheidendes passiert, dass die das von deiner felsenfesten Überzeugung, dass du die AfD in ein besseres Licht eben in Straubing stellen möchtest, dass das dazu geführt hat, dass du dann letztlich die Partei kurz vor Ende vom Wahlkampf verlassen hast? Der Punkt war zum einen der, warum ich gesagt habe, im Wahlkampf, um darauf kurz einzugehen, weil ich der Auffassung war, wenn ich die Partei erst nach dem Wahltag verlassen hätte, da wäre das letzte Fünkchen an Glaubwürdigkeit davon gewesen. Man stünde auf einer Ebene mit irgendwelchen Leuten wie Petri oder Prezell oder wie sie alle heißen und da war gar keine Glaubwürdigkeit mehr da. Und was hat sich verändert? Es war einfach so, dass das, was ich schon umrissen habe mit der schlechteren Stimmung zu jeder Wahl, tatsächlich auch auf kommunaler Ebene angekommen ist. Man stand in Straubing relativ alleine da. Die Menschen, die noch da waren, auch im Vorstand, da gab es eine ehemalige Kollegin, haben mir auch insofern psychisch zugesetzt, als dass Veranstaltungen abgehalten wurden, die ohne meine Zustimmung oder ohne mit mir abzusprechen organisiert wurden. Und es hat sich ein Wahlkampf ergeben, der hinter meinem Rücken zum einen geführt wurde. Und wenn es um die wichtigen Dinge ging, wie Infostand oder Plakatieren, gab es vielleicht wenige Einzelne, die noch da waren. Aber ansonsten habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass ich alleine bin. Und wenn das, was einem in der Partei gehalten hat, wenn es nicht größtenteils die inhaltliche Überzeugung war, ich konnte es nicht komplett in Abrede stellen, dass ich auch Sachen gut gefunden habe, dann letzten Endes nur die Menschlichkeit ist, wo man sich wohlfühlt
Und dann fühlt man sich immer unwohler, bekommt fast psychische Probleme oder man kann nicht mehr richtig schlafen. Und es wird einem schon schlecht, wenn man nur auf sein Handy sieht, dass man von gewissen Personen Nachrichten bekommt. Dann trägt es sehr dazu bei, dass man letzten Endes dann sich dazu entschließt, einen Schlussstrich zu ziehen. Und es war halt immer so, dass diese schlechte Stimmung in der Partei leider nicht in der Partei blieb. Es wurde ja dann auch auf meinen Arbeitsplatz übertragen. Also es gab hinter meinem Rücken Leute, die dann mit meiner Chefin kommuniziert haben und Dinge weitergegeben haben, die nicht der Wahrheit entsprachen. Und das hat einen dann auch nur zusätzlich zugesetzt. Mhm. Es ist, wie gesagt, man konnte, das ist zumindest meine Sicht der Dinge, eine Parteimitgliedschaft so erklären, dass sie auf verschiedenen Säulen aufbaut. Es ist die Säule der politischen Überzeugung, die Säule der Menschlichkeit, dass man sich wohlfühlt und der Tatsache, dass man sein Gesicht für dieses ganze Konstrukt hergibt. Wenn aber dann irgendwann keine Säule mehr da ist, dann stürzt einen für sich selber das irgendwie ein. Oder wenn eine andere Säule gar nicht erst da war oder nicht stark genug war, um einen in der Partei zu halten, dann stellt man sich irgendwann die Frage, wofür tut man das oder für wen macht man das, wenn es einem A keiner zu danken weiß und B gleichzeitig der Ruf von einem selbst immer schlechter wird, dass man teilweise auf der Straße schon gar nicht mehr gegrüßt wird. So Situationen gab es, dass die auf der Straße tatsächlich manche Leute dann ignoriert haben oder gar nicht mehr... Tatsächlich, ja. Also man könnte jetzt in der Umkehrlogik auch sagen, dass die Menschen, die das gemacht haben, man sollte nicht zu viel Wert auf deren Meinung legen. Aber ich persönlich bin ein Mensch, der mit der Einstellung aufgewachsen ist, wenn ich einen bekannten Menschen treffe, dann sage ich zu dem Hallo. Das habe ich bislang immer also praktiziert. Nur so banal das auch klingen mag, irgendwann setzt einem das einfach zu, wenn man irgendwie auf eine Art und Weise behandelt wird, als hätte man irgendwas verbrochen. Und wenn man dann nach und nach immer mehr realisiert, dass man durch sein Gesicht, das man zeigt, zumindest indirekte Verbrechen oder direkte Verbrechen durch diese verschwommenen Grenzen zum Rechtsextremismus mehr oder weniger dann mitträgt, dann denkt man sogar darüber nach, ob diese Missachtung, dieses nicht mehr begrüßt zu bekommen, dann irgendwo sogar gerechtfertigt ist. Jetzt sind wir einige Wochen schon nach dem Parteiaustritt. Wie denkst du so auf diese Zeit drauf zurück, die so Ende Februar, Anfang März war? Mittlerweile geht es mir besser. Ich fühle mich einfach befreit. Ich weiß, dass ich jetzt so denken kann, wie ich denken will, dass ich mich politisch jetzt so entfalten kann, wie ich mich entfalten will. Und ich fühle mich, wie gesagt, unterm Strich einfach nur befreit und bin einfach froh, dass ich dieses Kapitel jetzt mehr oder weniger hinter mir lassen habe. Ich muss damit rechnen, es wird immer noch Menschen geben, die skeptisch sind. Das ist auch gut so, Skepsis gehört zum Menschsein mit dazu, damit habe ich gerechnet. Aber ich bin willens, das anzugehen oder ich weiß, was auf mich zukommt und blickt da der Zukunft relativ positiv entgegen. 3,5 Jahre in der AfD jetzt. Wie blickst du so übergreifend auf diesen kompletten Zeitraum darauf zurück? Wenn man 3,5 Jahre, fast 4 Jahre in einer Partei ist, kann man sich nicht hinstellen und so tun, als hätte es nie irgendetwas gegeben, was einem in dieser Partei gehalten hat. Es war immer so, dass ich auch natürlich auf positive Erinnerungen zurückblicke. Ich war immer ein Mensch, der sich nicht nur politisch sehr umfangreich informiert hat, sondern der, wo er entsprechend der Gegendemonstrationen, die bei AfD-Veranstaltungen obligatorisch waren, immer ins Gespräch mit Gegendemonstranten kam. Daraus resultierten auch Bekanntschaften, die ich rückblickend nicht missen möchte. Es resultierten Erkenntnisse daraus, die mich letzten Endes zu dem Menschen gemacht haben, der ich jetzt bin. Also wenn man das abschließend vielleicht zusammenfassen müsste, glaube ich, dass die AfD, wie gesagt, mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin. Und dieser Mensch denkt rückblickend gerade über sehr viele Inhalte der AfD sehr kritisch, da sie rückblickend betrachtet eigentlich zu nichts irgendwie in irgendeiner Form eine Lösung bieten oder das, was sie an Lösungen bieten für eine liberal offene Gesellschaft, für eine solidarische, für eine gerechte Gesellschaft, einfach nicht zuträglich sein kann, in dessen Fortbestehen. Und ich betrachte es als eine Zeit, wie gesagt, mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Und es hat mich aber zu dem gemacht, der ich jetzt bin. Und ich würde es dadurch, dass sie mich zu dem gemacht hat, eben bezogen auf einzelne Erfahrungen nicht als negativ bezeichnen. Und es ist ja tatsächlich so, ich habe es sehr oft formuliert und ich betone das als nochmal, ich bezeichne ganz gewiss nicht jeden Menschen der AfD als einen Rechtsextremen oder als einen Neonazi oder sonst irgendetwas. Aber wer jetzt noch in der AfD ist, und diesen Vorwurf muss auch ich mir gefallen lassen, so war es auch bereits bei mir, während ich Parteimitglied war, muss ich darüber im Klaren sein, dass er eben gewisse rechtsextreme Positionen, Menschen und klar sichtbare Tendenzen mitträgt. War es im Nachhinein ein Fehler, dass du nicht früher aus der Partei ausgetreten bist? Das kann man so formulieren. Also rückblickend ist es tatsächlich so, dass ich die AfD hätte früher verlassen können, früher verlassen müssen,
Wenn ich, vielleicht sind wir irgendwann so weit, dass es Zeitreisen gibt, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, diese Frage erscheint ja auch oft, und ich könnte zu meinem damaligen Ich zurückreisen, dann hätte ich die AfD auch ein gutes Jahr oder 2 Jahre früher verlassen können. Für den einen oder anderen ist der springende Punkt, das ist bei politischen Kontrahenten oft so, diese Rede von Herrn Höcke, wo er das Mahnmal der ermordeten Jüdinnen und Juden als Mahnmal der Schande genannt hat. Durch das, dass ich nach diesem Zeitpunkt noch sehr viele wertvolle Erfahrungen machen konnte und Menschen kennenlernen durfte, würde ich nicht ganz so weit zurückgehen. Ich denke, ich würde eher einen Zeitpunkt von einem Jahr oder eineinhalb in Betracht ziehen. Du sagst eben, du hast teilweise schöne Erinnerungen an eine Zeit in der AfD. Magst du da mal bloß Beispiele geben? Es war tatsächlich weniger was Politisches als vielmehr die Erinnerung, wo ich mit der jungen Alternative im Wahlkampf in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen unterwegs war. Da war ich als Ordner unter anderem auf einer Demo von Herrn Höcke eingeteilt. Also da konnte sich jetzt jeder vorstellen, was da für eine Atmosphäre und für eine Stimmung vor allem unter den Demonstrierenden und den Gegendemonstranten ist. Und da gab es immer am Abend ein Miteinander, wo man Bier getrunken hat, wo man den Tag hat Revue passieren lassen, wo man miteinander gelacht hat, wo man miteinander geredet hat, wo man hinter jedem politischen Menschen, sei er auch noch so radikal oder extrem eingestellt, den Menschen gesehen hat. Man hat den Menschen gesehen, ich konnte mit diesen Menschen lachen, ich konnte mich mit diesen Menschen teilweise sehr philosophisch unterhalten. Und das waren rückblickend einfach die Erinnerungen, die ich ja auch als das Menschliche bezeichne, die mich dazu veranlasst haben, 3,5 Jahre in der Partei zu bleiben. Die mir auch teilweise geholfen haben, als es in meinem Leben nicht ganz so rosig war, als es auch Tiefpunkte bei mir privater Natur gab. Und das wären so die positiven Aspekte, die ich hervorheben würde. Gab es dann tatsächlich, wo du dir eben klarer wurdest, das führt jetzt eigentlich kein Weg mehr dran vorbei, dass du die Partei verlässt, gab es da einen prägenden Moment, wo du gesagt hast, so genau jetzt tritt ich eben aus? Der Austritt ist über Nacht geschehen. Es war eine Entscheidung innerhalb von 72 Stunden. Das ist so in etwa der genaue Zeitraum. Also ich habe auch nach meinem Austritt sehr oft gelesen, ich hätte das wochenlang geplant. Es ist schwer zu sagen, den Augenblick schlechthin gab es nicht. Es war einfach das Potenzial, was in einzelnen Kandidaten in der Stadtratsliste geschlummert hat, in Anführungszeichen, das sich bis dahin offenbart hat. Diese Erkenntnisse, die sich mir da auch gegeben haben, wo ich einfach wusste, ich will diese Partei jetzt definitiv nicht bis zur Schlusslinie, bis zum Wahltag, den 15. März, führen. Weil das zweifelsohne zur Konsequenz hätte, dass man mindestens mit 3-4 Leuten, also mindestens in Fraktionsstärke, da einziehen würde. Und das hätte entsprechende Konsequenzen für die Stadt Straubing bezogen auf dieses extremistische Potenzial, das sich zu diesem Zeitpunkt offenbart hat. Also ich denke, Stichtag wäre Ende Februar, 1. 2. März. Innerhalb dieser 72 Stunden war das eigentlich eine Entscheidung über Nacht, wo ich niemanden, ausnahmslos niemanden eingeweiht habe. Also die Überraschung war bei jedem, einschließlich meiner damaligen Chefin, sehr, sehr groß. Jetzt bist du seit einigen Wochen schon nicht mehr Parteimitglied. Wie mit jetzt auch diesem Abstand, wie blickst du so jetzt allgemein auf die AfD? Ich bin ganz froh, wenn jetzt die letzten Wochen so Revue passieren lasse, dass ich die AfD noch vor diesen Corona-Beschränkungen beispielsweise verlassen habe, weil das wieder einmal mehr zeigt, mit welchen Menschen, dass man sich identifiziert. Mit Menschen, die ganz bewusst den Holocaust relativieren, um nicht zu sagen, gezielt verharmlosen. Bis zur Leugnung möchte ich jetzt nicht gehen. Aber dennoch ist da ein richtig widerwärtiges Potenzial, das sich da die letzten Wochen offenbart hat. Und ich denke, die AfD wird jetzt, nachdem sie sich anfangs zur Corona-Pandemie relativ staatstragend gegeben hat, aber dennoch kein einziges Paket, beispielsweise für mittelständische Unternehmer im Bundestag, durch eine Unterstützung mitgetragen hat, relativ schnell der Erkenntnis hingeben müssen, dass sie nichts, aber rein gar nichts zur Bewältigung dieser Krise beigetragen hat. Es ist ganz im Gegenteil so, wenn man sich die Parlamente anschaut, in Brandenburg, in Sachsen, auch im Bundestag hat man ganz bewusst provoziert, indem man absichtlich nah beieinander stand. Man hat es vermieden, Schutzmasken zu tragen. Und das spiegelt sich gegenwärtig in den Umfragewerten wider. Die AfD in Bayern ist sowieso nochmal ein ganz anderes Pflaster. Eine Fraktionsführung, die nur mit einer Minderheit, nicht mit der Mehrheit, im Amt ist, die alle 2 Wochen gefühlt abgesetzt wird. Und Umfragewerte in Bayern, die, Gott sei Dank, muss man sagen, an der 5%-Hürde kratzen. Und daher denke ich, dass Stand jetzt, wenn in Westdeutschland diese Umfragewerte weiter so fallen, wie sie es tun, es durchaus im Rahmen des Möglichen sein könnte, dass die AfD zur nächsten Bundestagswahl nächstes Jahr, wenn überhaupt, ein einstelliges Ergebnis bekommen wird. Wobei ich glaube, dass man nicht ganz unter die 5%-Hürde fallen wird. Mich würde jetzt zum Abschluss noch interessieren, du bist ja trotzdem oder trotz allem in den Stadtrat gewählt worden, bist jetzt fraktions- und parteilos.
Ist es so für dich im politisch Möglichen, das erklärte Ziel jetzt, die AfD weiter zu bekämpfen? Definitiv. Also ich bin zwar mit den Begrifflichkeiten des Bekämpfen immer vorsichtig, weil man mit Kampf oder teilweise mit Kampf zwangsweise physische Gewalt assoziiert, das sehe ich jetzt nicht so. Aber ich bin der Auffassung, die AfD hat ein sehr, sehr großes Potenzial nach unten. Und in Anbetracht dessen, wie sich die AfD mehr und mehr immer zeigt, und von Entlarvung kann man eigentlich fast immer sprechen, das ist jetzt wirklich schon die radikalste Schicht, der härteste Kern, den man jetzt da in der Öffentlichkeit zu sehen bekommt, ist es auf jeden Fall so bei mir, dass ich dieses Potenzial nach unten erkenne und dabei unterstützen möchte, es auch auszuüben. Es wird, wie gesagt, was das betrifft, nicht sonderlich einfach werden, weil es eben nur sehr viele Menschen gibt, die mir gegenüber eine Skepsis haben. Auch meine Arbeit im Stadtrat kann ich durch das, dass ich bisher keiner Fraktion angehöre, auch in den Ausschüssen bisher noch nicht ausüben. Aber um die Frage konkret zu beantworten, ja, es ist durchaus auch mein Ziel, dafür zu sorgen, dass die AfD langfristig nicht nur aus Straubing, sondern auch aus dem Landkreis und aus dem Land Bayern und darüber hinaus, liegt es leider nicht nur in meiner Kraft, auch verschwindet. Das ist ein klares Ziel. Ja. Dann danke dafür, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei warst. Vielen Dank für die Einladung. Das war die erste Folge der Sprechstunde. Wenn ihr Fragen habt oder mehr über uns wissen wollt, dann schaut einfach bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Da heißen wir Insta-Freistunde. Bis zum nächsten Mal.